Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Transport Fever, die erste Mission. Memphis begrüßt euch am Mikrofon und wir spielen jetzt, nachdem wir in der letzten Folge das Tutorial endlich fertig gemacht haben, die erste Mission der amerikanischen Kampagnenreihe und zwar die Mission 1 Wilder Westen. Da müssen wir Folgendes machen, wir müssen insgesamt im Wilden Westen, haben wir halt von den Investoren hier irgendwie ein bisschen Geld bekommen und wir sollen jetzt vermutlich, das wird gleich noch erklärt, hier die ganzen Dörfer miteinander verbinden. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt diese Mission einfach mal. Wir haben 5 Medaillen, die wir verdienen können. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob wir, ja, diese ganzen Medaillen eben auch versuchen sollen zu kriegen oder ob wir uns wirklich auf das Hauptmissionsziel konzentrieren sollen. Ansonsten, wie immer, falls ich irgendwas hier komplett falsch mache oder total scheiße baue, schreibt das bitte in die Kommentare rein, damit ich das mitbekomme auf jeden Fall. Denn, wie ihr wisst, das Game ist für mich komplett neu und ich werde auf jeden Fall einige Fehler und Dummheiten machen. Deswegen Tipps, Tricks, Kommentare, Hinweise, Ideen ab in die Kommentare. So, Medaillen. Wir sollen einen verborgenen Schatz finden. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Deswegen ist er auch verborgen. Genau, dann diese Durststrecke, da brauchen wir sogenannte Brunnen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe hier noch keine Brunnen bisher entdeckt. Also ich weiß nicht, wie die aussehen sollen, aber ich denke mal, das werden wir noch rausfinden. Naja, also hier gibt es irgendwie anscheinend bis jetzt keine. Naja, gucken wir einfach mal. Und dann sollen wir eine Werkzeugmanufaktur aufbauen. Das heißt also irgendwie hier Werkzeuge herstellen, hier drüben, genau. Und das sollen wir halt so früh wie möglich machen, also so einen Vorrat anlegen. Und genau, ich soll auf jeden Fall schneller als die Central Pacific Railroad sein und stelle die Strecke im Mai 1874 fertig. Also das heißt, wir haben 10 Jahre Zeit, um diese Mission zu schaffen, sonst kriegen wir diese Medaille nicht. Und wir sollen unseren Geldgeber natürlich glücklich machen, das heißt, keinen Kredit aufnehmen. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Das Erste, was wir machen sollen, ich mache jetzt direkt wieder Pause hier unten, wir sollen Getreide von der Shane Farm, das ist glaube ich da drüben, genau, das ist nämlich das Startdorf, von dort bis nach hier zu diesem, diesem Lager halt transportieren. Und ich würde sagen, das machen wir auch mal. Wir sind jetzt, wie gesagt, 1864, da gab es noch keine Autos in den USA, zumindest in vielen Teilen nicht. Deswegen konnte man da tatsächlich nur Pferdekutschen bis dahin bauen. Und genau, wir bauen jetzt erstmal 2 Transportdepots. Mit M und N drehen wir die, genau. So, Moment, muss ich gerade mal gucken. Spiel pausiert, ja, ich weiß, dass das Spiel pausiert ist. So, eins hierhin und irgendwie finde ich das doof, wenn das Spiel weiterläuft. Wir haben ja Zeitdruck. Kann ich das eigentlich auch mit einem Shortcut hier irgendwie weitermachen? Weiß ich nicht. Gut, und hier noch eins hin. So, wieder Pause. Dann bauen wir auf jeden Fall noch ein Depot. So, ein Straßenfahrzeugdepot. Das kommt dann einmal hier hin. So, mal gucken, ob ich jetzt hier was kaufen kann. Genau, so, und da kaufen wir jetzt das Pferdefuhrwerk. Sorry Leute, ist noch früh am Morgen. Genau, und das Ding kann auf jeden Fall Getreide transportieren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir kaufen das jetzt einmal. Und genau, jetzt sollen wir das auf jeden Fall hier an der Linie zuweisen. Wir haben noch keine Linie, deswegen hier auf neue Linie klicken und dann sagen, einmal von hier bis nach hier fahren. Und genau, das war's auch schon. Fertig. So, und dann kann das hier starten. So, zack, ab geht's. So, und ich soll ja vorausschauend handeln. Jetzt warte, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich soll ja möglichst früh mit dieser Werkzeugproduktion starten. Also wir haben hier drüben die Eisenerzmine. Aber in diesen roten Bereichen kann ich noch gar nicht bauen, glaube ich. Das ist natürlich doof. Na gut, dann können wir das jetzt eh noch nicht machen. Dann warten wir jetzt noch ab. Ich könnte natürlich schon mal anfangen, hier die Bahnstrecke zu bauen. Wobei, nee, kann ich nicht. Haha. Ich muss jetzt tatsächlich erstmal diese 4 Getreide hier liefern lassen. Ansonsten kommen wir ja nicht weiter. Ja gut, das heißt, ich spule jetzt mal vor. Ich hoffe, die laden hier möglichst schnell was ein. Gucken uns das gerade mal von nahen hier an. Richtig schöner kleiner Bauernhof. Was ich ganz geil finde bei dem Spiel, ist, dass die Städte sich auch entwickeln mit der Zeit. Und dass man selber auch einen Einfluss darauf nehmen kann, welche Industrie sich in einer Stadt entwickelt und wie sich eine Stadt allgemein entwickelt. Also, ne, von so einem kleinen Dorf hier dann irgendwann zu so einer richtigen Großstadt. Das ist auf jeden Fall möglich, indem man das halt indirekt beeinflusst. Also, ich meine, so viel habe ich jetzt auch noch nicht gezockt, aber bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was dort so alles passieren wird. Ja, und der fährt jetzt einmal leer. Übrigens, Frage an euch, wisst ihr, ob es geht, dass man irgendwie einstellen kann, dass die bei diesen Depots warten sollen, bis die voll sind? Weil ansonsten machen die immer solche Leerfahrten. Das würde ich gerne vermeiden. Vielleicht geht das ja irgendwie. Ich habe keine Ahnung wie. Vielleicht ist das Spiel auch darauf ausgelegt, dass man wirklich das mit der Menge der Fahrzeuge und Kapazität der Fahrzeuge halt so einstellen muss, ne? Dass eben das immer komplett leergeräumt wird hier, aber genau getimt. Und wenn es dann halt mal leer ist, hat man halt Pech gehabt. Also, könnte ja auch sein. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren.
Ich könnte mir aber Zweiteres vorstellen, dass es halt hier wirklich so abgepasst ist. So, wir gucken jetzt gerade mal, wie viel hat er jetzt geladen? 4. Sehr gut. Das heißt, das haben wir gleich auf jeden Fall geschafft, diese Mission. So, jetzt hat er schon wieder hier ein paar gelagert. Das ist eigentlich ganz gut. Eigentlich können wir ja direkt noch eine zweite kaufen, glaube ich. So. Ich glaube, die Kapazität haben wir auf jeden Fall. So, perfekt. Was ist das hier eigentlich? Ach, das sind solche Warnungen. Das hier sind Hinweise. Sorry, wie gesagt, komplett neues Game für mich. So, 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4 und 4 von 4. Wir sollten jetzt eigentlich durch sein. Das wird jetzt da drüben eingelagert und damit sollten wir jetzt gleich genau den ersten Teil geschafft haben. Ich pausiere direkt wieder. So, und jetzt baue ich eine Bahnstrecke von Shane nach Laramie. Machen wir auf jeden Fall. Und genau, wir sollen einen Passagierbahnhof bauen und den mit der bestehenden Strecke verbinden. Hier haben wir schon einen Bahnhof und wir sollen auf jeden Fall Tunnel vermeiden. Das heißt, wenn wir hier irgendwas lang bauen, ich meine, das ist, glaube ich, alles zu steil hier. Deswegen, ich vermute mal, es ist offensichtlich, dass wir die Bahnstrecke hier lang bauen müssen. Und genau, hier soll dann ein Passagierbahnhof hinkommen. Ganz wichtig, hier drüben braucht man einen Güterbahnhof. Gut, aber wir müssen jetzt erstmal mit Schienen arbeiten. Gut, das machen wir dann gerne. Kann ich eigentlich schon Bahnhöfe bauen? Kann man gucken hier. Ja, geht auch schon. Güterbahnhöfe gehen auch schon. So, wir bauen jetzt aber erstmal diesen Passagierbahnhof. So, jetzt muss ich bloß mal gerade gucken. Wir wollen ja hier drüben dann Güterbahnhof hinbauen. Das heißt, den Passagierbahnhof, den müssen wir am besten hier irgendwie hinhauen. Jetzt gerade mal gucken, dass wir das mit dem Winkel ja auch einigermaßen gut hinkriegen. Ja, ich glaube, so passt ganz gut, aber ich muss natürlich Wiedergabe machen. So. Genau. Kann ich eigentlich auch die Bahnstrecke nicht. Alter, wenn pausiert ist, kann ich tatsächlich nicht bauen, ne? So, und da müssen wir jetzt echt gucken, dass wir hier wirklich die günstigste Route finden, die möglich ist. Ne, man sieht auch schon, je nachdem, wie ich das Ganze hier baue, unterscheiden sich die Preise wirklich richtig krass. So, also einmal kurz bis hier zu dieser Stelle hier an dem Berg. So, und jetzt müssen wir mal gerade gucken. Genau, hier sind dann 14.000 und dann müssen wir hier, wie gesagt, so eine Kurve hinkriegen. So, 100.000, 109, hier war irgendwas mit 90.000, genau. Ich glaube, das ist die günstigste Stelle hier. Genau, und dann schließen wir das hier einmal an. Zack, fertig. So. Boah, das hat uns jetzt über 1 Million gekostet insgesamt. Wahnsinn. So, und was sollen wir jetzt als nächstes machen? Wir sollen jetzt durch ein Indianergebiet durchbauen. Okay. Okay, ja, cool. Die Indianer sind im Weg. Haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder wir bauen drumherum oder wir verhandeln mit denen. Also wir können die mit Gewalt vertreiben. Genau, also so wie die das damals tatsächlich gemacht haben. Oder mit Alkohol bestechen, Feuerwasser. Oder wir können auch fair sein, denen das abkaufen. Ich bin ja eigentlich ein netter Mensch, ne? So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Also diese verfluchten Indianer, sie sabotieren die Arbeit und sollen bereits einige von unseren Männern tätlich angegriffen haben. Kann ich auch verstehen, ganz ehrlich. Du hast hier so dein Leben irgendwie, deine Zelte, jagst die ganze Zeit. Und dann kommt hier so ein komisches neues Volk in dein Land und macht hier einfach alles kaputt und tötet alles. Also, sorry, ich wäre, glaube ich, auch ziemlich angepisst gewesen. Wir müssen etwas unternehmen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir kaufen ihnen ein gleichwertiges Stück Land, was ziemlich teuer werden dürfte, klar. Oder wir lösen es auf die altmodische Art, was uns in gewissen Kreisen wohl einen guten Ruf kosten könnte. Genau. Ja, guter Ruf ist natürlich auch so eine gewisse Sache. Reputation ist wichtig. Oder wir versuchen sie mit Feuerwasser zu bestechen, obwohl diesen Konsum bekannterweise ziemlich aggressiv macht. Nicht alle Menschen, aber manche Menschen werden davon definitiv aggressiv. Das stimmt. Aber ich würde sagen, wir sind nett. Wir kaufen denen das Land einfach ab. Und ja, genau. Dann können wir nämlich hier einfach quer durchbauen und alle sind glücklich. Und genau. Wir bauen dann einfach hier sehr effizient und dann passt das schon. So, da drüben brauchen wir auf jeden Fall da drüben brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen Bahnhof. Moment. Hier einmal so rüber. Dann baue ich den nämlich hier so ran. Zack, genau. Dann gehe ich jetzt gerade mal hier drauf. Zack, und dann hier auf den Güterbahnhof. Den werden wir nämlich später auf jeden Fall brauchen. So, und jetzt drehe ich den noch korrekt hier einmal so. Dann kriegen wir die Bahnstrecke nämlich hier super angebunden. So. Bis nach hier vorne, genau, und dann einmal hier rüber. Zack, genau. So, und jetzt sollen wir Rawlins hier drüben anschließen, sozusagen. Das machen wir doch sehr gerne. Jetzt muss ich bloß mal gerade gucken. Ich mache gerade nochmal Pause. Passagierbahnhof oder was wollen die? Passagierbahnhof, ja, natürlich. Okay. Das heißt, hier brauchen wir einen Passagierbahnhof und einen Güterbahnhof. Und ich vermute mal, wir müssen ja eh weiter nach Evanston irgendwann. Deswegen, da muss ich mir jetzt überlegen, wie ich die Strecke am besten führe. Ich würde die jetzt hier rüber führen.
dann hier den Passagierbahnhof hinbauen und hier den Güterbahnhof. Ist nur die Frage, wie wir den Güterbahnhof jetzt da am besten hinpacken. Mal gucken. Straßenfahrzeugdepot brauchen wir nicht. Güterbahnhof, genau, da haben wir ihn. Ich versuche den jetzt erstmal hier so ein bisschen zu drehen. Gucken, wie weit kann er weg sein. Ich glaube, das passt ganz gut. So, das ist der Güterbahnhof, genau. Einmal hier hin und dann brauche ich noch den Passagierbahnhof. So, das wird jetzt die Frage. Hier. Dass ich die beiden Bahnhöfe irgendwie miteinander verbinden kann, sinnvoll. Ja, ich glaube, das hat geklappt. Warte mal kurz gucken. Hier Passagierbahnhof, hier Güterbahnhof. Alles richtig gemacht. Super. Okay, gut. Das heißt, Spiel pausiert. Komm, leck mich. Hier. Zoome in. Ey, ich muss näher ranzoomen, um zu bauen. Hallo, was ist denn das? So, wir wollen jetzt hier möglichst Platz sparen. Ja, Kollision. Wo gibt's denn hier Kollision, mein Lieber? So, dann gucken wir jetzt mal hier. Wie schließen wir das Ding hier am besten jetzt an? Moment. Mal kurz gucken hier. Wie viel kostet uns das? 155.000? Passt. Ist jetzt nicht die Optimallinie, glaube ich. Ich hätte das, glaube ich, eher so bauen müssen. Hier hätte ich noch Platz sparen können. Aber egal, wir bauen jetzt hier auf jeden Fall das einmal so rüber. So, und jetzt müssen wir Rawlins und Everston verbinden und... Warte mal. Also, das mit den Indianern wäre erledigt. Doch die nächste Herausforderung ist auf jeden Fall erstmal pausieren. Steht bereits bevor. Vor uns liegt meilenweit nichts als staubtrockene Steppe, das ist klar. Wir müssen zusehen, dass uns das Wasser nicht ausgeht. Immerhin soll es Eisenerzvorkommen geben, die wir ausbeuten können, um etwas dazu zu verdienen und Werkzeuge zu produzieren. Das heißt, das Erz von hier zur Werkzeugsproduktion transportieren. Boah, was für ein Wort. Genau, baue die Bahnstrecke von Rawlins nach Evanston und das sollen wir auf jeden Fall machen. Dabei müssen wir es an Brunnen vorbeiführen. Das ist da das Problem mit Dampflokomotiven. Die brauchen, wie gesagt, ist im Namen drin, Dampf. Genau. So, und ja, das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Und es sieht hier nicht wirklich wasserreich aus, das Gebiet. Da hinten gibt es einen Fluss, aber ansonsten ist es ja hier eher so alles Halbwüste. Genau, die Brunnen sind die Dinger hier mit dem grünen Kreis und da sollen wir, glaube ich, alle nehmen. Also wir brauchen, glaube ich, nur drei. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Genau, aber irgendwie, ja. Machen wir auf jeden Fall natürlich 5, damit wir die Medaille bekommen. So, aber hier brauchen wir auf jeden Fall einen Passagierbahnhof. Warte mal, oder? Passagierbahnhof. Für die Strecke mindestens 3 Brunnen vorbei. Genau, baue einen Passagierbahnhof. Ja, dann machen wir das doch. Der kommt jetzt hier ans Ende, an die Spitze sozusagen. So. Zack. Spiel pausiert. Ja, genau. Muss natürlich Wiedergaben machen, aber wir haben Zeitdruck. So. Deswegen keine Zeit verlieren hier mit irgendwelchen Planungsgedöns. So, dann baue ich das nämlich einmal hier lang. Kommt jetzt hier eine Kurve rein. So, einmal bis hier. Führen wir den einmal hier durch. Dann einmal hier. Zack. Bis hier hin. Einmal bis hierhin, genau. Kommt hier eine Kurve rein und dann schließen wir das Ganze hier mit dem Bahnhof an. Also verbinden das einmal. So, das hätten wir auf jeden Fall. Ich mache jetzt direkt wieder Pause. Wilder Westen Missionsfenster, Streik. Ach, die Arbeiter wollen auch noch bezahlt werden. Genau. Die Arbeiter weigern sich auch nur einen Finger krumm zu machen. Sie behaupten, sie hätten seit Monaten keinen Lohn mehr erhalten. Ja, passiert, ne? Keine Ahnung, ob das stimmt. Allerdings sind wir ziemlich knapp bei Kasse. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Investoren den Geldhahn zudrehen. Wir können den Leuten, wir können die Leute auf den nächsten Monat vertrösten und ihnen dafür das Doppelte des Gehalts versprechen. Außerdem gäbe es drüber in Ottgen eine weitere Alternative. Ja gut, hier kann man auch noch irgendwie transportieren. Nee, aber komm, wir bezahlen jetzt. Hallo, 100.000 oder 200.000. So knapp bei Kasse sind wir jetzt auch nicht. Alles klar. So, jetzt sollen wir Werkzeuge produzieren. Das machen wir sehr gerne. Wir sollen von dieser Eisenerzmine hier zum Bahnhof hier drüben, also zu dem Werkzeugmanufaktur, das Ganze liefern, weil wir eben keine Werkzeuge mehr haben. Wir sollen jetzt herstellen. Außerdem verdienen wir damit noch Geld. Und machen wir. So, dann gucken wir jetzt gerade mal. Ich habe gesehen, wir haben da hinten schon ein Depot stehen. So, dann kaufen wir jetzt auf jeden Fall Züge. Wir nehmen auf jeden Fall das Billigste vom Billigsten. Eine Lok. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie viele brauchen wir denn hier?
Verbinde den Gleisen habe ich schon gemacht. Genau. Eisenerz brauchen, die habe ich auch schon gemacht. Baue ein Depot, kaufe einen Güterzug, der Eisenerz transportieren kann. Alles klar. Gut, dann gucken wir jetzt mal, wie viele brauchen die hier überhaupt, so, um zu produzieren. Ich gehe jetzt gerade mal hier drauf. Produktion 0, Obergrenze 50. Ich glaube, ein Eisenerz führt zu einem Werkzeug. Wie viel produzieren die denn hier? 16, alles klar. Das ist die Jahresproduktion. Ach krass, okay. Ja gut, das heißt, so viel können wir da eh nicht transportieren. Das heißt, wir fahren da jetzt erstmal, wenn wir mal gerade gucken, mit dem offenen Güterwagen. Wir können eigentlich auch noch direkt versuchen, Passagiere mitzutransportieren. Das Ding ist, die kosten einfach saumäßig viel Geld. Wie viel passt da rein? 7. 7 passt doch eigentlich. Das heißt, einen hiervon. Wie viel kostet so ein Personenwagen? Oh, boah, Alter, teuer, teuer, teuer. Ne, komm, wir lassen das erstmal. So, und der fährt jetzt von hier nach, warte mal, Linie zuweisen hier, neue Linie. So, der fährt jetzt von, nein, eine entfernen, eine zu viel, bis zu, ja, hierhin. Genau. So, das sollte jetzt passen. Und damit können wir das jetzt auch starten, diese Strecke. Und wir sollen jetzt 10 Werkzeuge produzieren. Das heißt, der muss jetzt zweimal hin und her fahren. Ich hoffe, wir rutschen jetzt nicht ins Negative, denn die Dinger haben ja auch Betriebskosten. Wir können uns das mal angucken gerade. Der Zug müsste jetzt da hinten rausfahren, genau. Ah, schönes altes Ding. Wir können es eigentlich auch mal in der Zwischenzeit die anderen Dinger hier mal angucken. Also, das, was wir jetzt gerade gekauft haben, ist dieser Baldwin Six Wheel. Wie im Namen schon beschrieben, 6 Räder. Das ist wirklich eine uralte Dampflokomotive, Wahnsinn. Ist von 1850 bis 1896 gebaut worden. Krass, wenn man sich das mal vorstellt, ne? Wie lange das jetzt schon her ist. 167 Jahre. Unglaublich. So, Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Ist nicht wirklich schnell, wobei, ne, ist schon okay für die damalige Zeit. Schneller als Pferdekutschen auf jeden Fall. 20 Tonnen wiegt das Ding, hat eine Leistung von 70 Kilowatt und eine Zugkraft von 25 Kilonewton und Betriebskosten von 28.700 $ pro Jahr. Also, ne, es ist eigentlich relativ günstig, glaube ich sogar. Lebensdauer 30 Jahre, das ist cool. Und genau, die Fabrik hätten wir noch einstellen können. Na super, egal, komm, machen wir. Demnächst machen wir dann immer Safter Gaming Grün natürlich. So, The General hätten wir auch noch bauen können. Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und ein Gewicht von 40 Tonnen. Die Leistung ist natürlich deutlich höher hier. 100, also 60 nochmal mehr, aber kostet halt auch nochmal fast das Doppelte, ne? Und die Zugkraft natürlich auch fast verdoppelt, Betriebskosten sind aber auch verdoppelt und die Lebensdauer dieselbe. Also das ist natürlich geil, wenn man wirklich viel im Anhänger hinten drin hat und so. Dann kann die sich eventuell lohnen, aber jetzt mit einem Anhänger ist, glaube ich, diese kleine Lok hier besser. So, und wir machen hier mal ein bisschen schneller. Hallo, sonst kommt die doch nie an hier. Unglaublich. Genau, dann haben wir hier noch einen Kesselwagen. Ach, krass. Ja, das ist also für Flüssigkeiten, also damit die mit Öl, ja, fahren können. Aber wie gesagt, die fahren ja hier noch mit ganz normalem Wasser. Aber die normalen Dampfloks haben doch eigentlich auch so einen Wasserkessel und einen Kohlekessel, oder? Dachte ich zumindest. Genau, dann haben wir noch die, was ist ein Rungenwagen? Ach, für Baumstämme, Stahl, Bretter und Baumaterial. Alles klar, das sind dann rechts hier solche Stäbe, die das dann in der Mitte halten. Die Güterwagen und so, da kann man eben dann sowas reinpacken, Werkzeuge und so. Und ja, in die offenen, da kommt dann halt so Schüttgut rein, also Eisenerz, Steine, Getreide, alles, was man da so reinkippen kann. Genau. Okay, cool, damit hätten wir uns das jetzt auch mal angeguckt und ich muss sagen, die Grafik ist ja schon cool irgendwie. Also es ist jetzt nicht mega hübsch, das Spiel, aber es ist für seinen Zweck auf jeden Fall gut geeignet. Also ich finde es echt ganz nett gemacht, sehr liebevoll und hat halt viele kleine versteckte Details irgendwie. Und ich weiß gar nicht, wer von euch Railroad Tycoon von damals kennt, ne? Auch ein sehr cooles Spiel gewesen auf jeden Fall, es war richtig gut. Das hatte halt auch eine relativ gute Grafik für die damalige Zeit, es war vom Stil relativ ähnlich. So, jetzt gucke ich gerade mal, hier fahren jetzt diese zwei Kutschen und die kriegen das immer noch nicht abtransportiert. Komm, wir kaufen noch eine. So, warte mal hier, Linie zuweisen, so. Dann fängt die jetzt auch noch an, genau. Wie, Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden? Am Arsch. Neue Linie. Einmal von hier bis nach hier. So, ab geht's. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich die nicht ziehen lassen hier? Das ist ja total geil. Aber die Anschlüsse sind ja da. Also die beiden fahren ja hier erfolgreich. Ja, jetzt kostet die mich auch noch was, oder was? Ich glaub's ja nicht. Dann verkaufe ich die halt wieder, komm, tschüss. So, strange, okay, cool. Wir gucken jetzt mal gerade, wie weit hier das Werkzeugdings ist. Also wie gesagt, die fährt jetzt einmal hier, wendet dann natürlich einfach auf der Stelle und
fährt wieder zurück. So. Ist jetzt natürlich ineffizient, weil wir jetzt erstmal nur 7 Werkzeuge dann produzieren können. Aber passt auf jeden Fall. Warte mal, die haben hier ein Fragezeichen. Das geheimnisvolle Gold Nugget. 1 von 3. Geld fast aufgebraucht. Ich weiß. Oh, Leute. Hier. Jetzt hat er das Gold Nugget Fenster weggemacht. So, warte hier. Genau. Es geht das Gerücht um, dass das Ödland von uns in riesigen Klumpen Gold vergraben liege. Ja. Die ersten Siedler sollen auf ihn auf der Flucht vor den räuberischen Revolvermännern. Keine Ahnung, das irgendwelche Wildwestbanditen oder so. Irgendwo im Niemandsland eingebuddelt haben. Ein alterner Saloon Girl, Alter, ich kann heute nicht sprechen, ganz schlimm. Es wird gleich im Livestream richtig lustig, glaube ich. Laramie weiß mehr. Na gut, dann gehen wir doch mal nach Laramie. Wir fragen uns jetzt einfach mal durch. So, mal gucken, der hat jetzt hier mittlerweile abgeliefert, oder? Nee, der ist noch unterwegs. Passt. Gut. 2 von 3. In der Wüste, sagt die Lady im Saloon, sei das Riesennugget versteckt. Das ist natürlich recht unpräzise. Ja, stimmt. Genau. Allerdings meinte sie auch, dass die Indianer das Nugget möglicherweise schon gefunden haben, es dann aber wieder vergraben hätten. Ja gut, aber wir haben die Indianer ja bezahlt. Das heißt, sie sind jetzt richtig glücklich über uns. Das heißt, es war eigentlich gut, dass wir die bezahlt haben, sonst wären die jetzt wahrscheinlich sauer. So, ein kleiner Indianerjunge, der uns offenbar wohlgesonnener war als seine Väter, hat uns, einem unserer Leute, Folgendes zugeflüstert. Im Gebirge, dass die Sonne gute Nacht küsst und wo der Schatten des großen Baumes den schweren Stein durchbohrt, findet man nichts, das man essen kann. Was das wohl bedeutet? Ja gut, dann gucken wir mal. Also wie gesagt, ich vermute mal, es wird nach Westen jetzt sein. Aber das Problem ist, wo ist Westen hier? Ist hier Norden? Ist da Norden? Ist da Norden? Warte mal, wir bauen die Bahnstrecke ja von Osten nach Westen, ja? Das heißt, Westen müsste ja eigentlich hier sein. So, und da gibt es ein Gebirge, wo man nichts essen kann. So. Das ist jetzt aber die Frage. Alter Schwede, ja gut, die Hinweise sind eigentlich offensichtlich, irgendwie hier in den Bergen, wo man nichts essen kann. Genau, also ich meine, wo die Sonne gute Nacht küsst, bedeutet, die Sonne geht ja im Westen runter, deswegen. So, wo der Schatten des großen Baumes den schweren Stein durchbohrt. So, wo ist denn hier ein großer Baum? Wir suchen jetzt einfach mal einen großen Baum. So, so, wir haben jetzt 7 von 10 Werkzeugen produziert, das heißt, es ist jetzt eigentlich eine gute Nebenbeschäftigung hier. Der Schatten des großen Baumes den Stein durchbohrt. Ja. Ich sehe jetzt hier gerade ehrlich gesagt noch keinen großen Riesenbaum oder so. Irgend so ein einzelner Baum hier irgendwo. Mitten in der Landschaft. Warte mal, ist der da eventuell ein bisschen größer? Ja, das wird er doch sein. Ja, genau. Okay, Geländetool. Wo ist es? Ich glaube, warte mal hier. Nee. Genau. Alles klar, das heißt, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich nach unten buddeln. Oder? Ja, das heißt, hier soll das jetzt irgendwo vermutlich vergraben sein. Das Problem ist, ich bezahle jetzt hier gerade eine Menge Geld. Und ich weiß nicht, wie tief ich graben muss vor allem. Aha, ich hab's gefunden. Sehr schön. Sehr cool. Okay, das hat uns jetzt viel Geld gekostet. Passt aber. Ich habe, glaube ich, eine kleine Belohnung auch bekommen. Es ist wahr. Wir haben ihn gefunden. Unseren Schatz. Mein Schatz. Nein. So. Und die Mission haben wir auch fertig. Ich mache jetzt gerade mal schnell Pause hier. So, wir lesen uns das nochmal durch. Genau, haben wir gemacht. Wir haben den Gold Nugget jetzt auf jeden Fall gefunden. Am besten halten wir diesen Fund geheim. Ja, natürlich nicht. So, juhu. Und jetzt sollen wir Evanston mit Otgen verbinden. Das Problem ist, ich habe keine Kohle mehr. Ja, das ist jetzt ein Problem, definitiv, aber, ja, müssen wir jetzt mal gucken. Und, wir können jetzt natürlich einen Kredit aufnehmen, ja, es ist aber, Probleme, kriege ich die eine Medaille nicht. Auf der anderen Seite, ja, mal gucken, ne, also wir verdienen hier natürlich jetzt auch ordentlich Geld mit dieser Bahnstrecke. Ich hätte ja eigentlich echt nicht so geizig sein dürfen und ich hätte ja echt noch einen weiteren Wagen, ja, hinzufügen müssen. Das wäre einfach besser gewesen. Naja. Kann ich das eigentlich noch nachträglich modifizieren? Ich kann das noch natürlich zurück ins Depot schicken, aber mal gucken, wie viel kostet eigentlich ein Depot? Moment hier. Depot.
Ja, 285.000, leck mich. Okay, das ist relativ teuer. Gut, ich glaube, komm, wir machen das jetzt einfach, sonst kommen wir ja nicht weiter. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ansonsten natürlich auch ein Abo, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und Kommentare mit Tipps, Tricks, Kritik, Hinweisen und Ideen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Prozedere. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Memphisis, haut rein.